Ich habe vorhin schon für dich vorgeschaffelt alle Karten. Jetzt mische ich auch noch mal ein bisschen mit dir zusammen. Mit dir zusammen mische ich auch. Die kam richtig oft im Pre-Shuffle. Richtig oft. Stark. Okay. 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 Herzlich willkommen zu deiner persönlichen Legung. Du und deine Person, du und deine Liebe, du und deine Herz. Du und deine Herz-Connection. Mal sehen, was energetisch gesehen so zwischen euch abgeht. Für alle, die auf dieses Video geklickt haben, diese Legung ist eine 1:1-Legung. Eine Frau hat sich diese Legung gewünscht. Und Baby Fairy Ariem surft jetzt Liebeslegung. Okay. So. Deine Seite, deine Person, dein Mensch, deine Liebe, dein Herz. Geteilte Energie und eine Überblicksenergie. Natürlich klären wir die Karten auch. Und mal sehen, was abgeht. Okay. Wir fangen an mit dir. So. Du. Du in der Liebe. Oh. 7 Kelche. Okay. Das ist viel Gefühl für dich. Und auch so viel Träumerei. So viel im Kopf sein mit dem Herzen und den Gefühlen. Vielleicht hast du auch sehr intensive Träume in letzter Zeit gehabt. Und Entscheidungen in der Vergangenheit, die auf dich gewartet haben. Entscheidungen, die du vielleicht nicht getroffen hast, die aber wichtig sind, dass du sie triffst. Mal sehen, was jetzt abgeht. Okay, also 7 Kelche. Das sind auch Optionen in der Liebe. Viele verschiedene Liebende. Und ja, passt auch ein bisschen zu dem, was du geschrieben hattest. 5 Münzen, okay. Mhm. Mhm. Okay. Und Tendenz für dich. Oh. Tod und 10 Münzen. Damn, okay, das sieht an sich, das gibt mir gerade so eine Energie. Von irgendetwas musste ich noch richtig erstmal losgelöst und getrennt werden. Und das zeigst du mir hier gerade gegenwartsorientiert. Die 5 Münzen bedeuten genau das, dass man sich von energetisch gesehen, auch, aber auch wirklich in der physischen Realität. Und bei dieser Karte geht es genau darum, dass man sehr viele Gefühle hat und dass viele Gefühle davon aber auch so illusionsmäßig so von deinem Geist oder so einfach so erschaffen werden. Also vieles ist davon so träumerisch und man weiß nicht wirklich, okay, was ist echt, was bilde ich mir gerade ein bisschen ein auf den. 7 Kelche, okay. Und dann irgendeine Trennung, irgendetwas von dem sich gerade getrennt wird, eine Veränderung auch gerade, die in der Realität stattfindet für dich. Und dann die Todenergie, Skorpionkarte, sehr, sehr tief starke transformative Energie. Und dann die 10 Münzen, das ist aber auch die Doppelung von deiner gegenwartsorientierten Energie. Und das ist richtig viel Halt und auf allen Ebenen auch. Also sehe ich hier gerade für dich stark die Entwicklung aus etwas, wovon du vielleicht auch lange geträumt hast, dass es dich in der Realität findet, mit jemandem zusammen. Okay, ich bin gespannt, wie jetzt was abgeht bei deinem Menschen. Okay. Was geht ab, energetisch gesehen, seelenmäßig, höchstes Wohl beim Menschen dieser Frau? Was geht ab für deine Person? Was ist jetzt wichtig für dich zu sehen? 6 Kelche. Oh, es ist eine Seelenverbindung. Okay. Dein Gefühl. Ja, dein Gefühl trügt dich, glaube ich, jetzt nicht. Lass es mich anders formulieren. Dein Gefühl. Du kannst darauf vertrauen, dass es wahr ist. Dass es wahrhaftig ist. Weil hier ist so, wenn man die 7 Kelche hat, ist es oft so ein Ding, oh mein Gott, bilde ich mir das ein oder ist es echt? Der Gehängte. Oh. Okay, Fische-Energie. Interesting. Wir sind auch gerade in der Fische-Zeit. Oh. Okay. Gegenwartsorientiert, wenig wie gar keine Aktivität deiner Person. Und dann 9 Schwerter. 9 Schwerter. Luftenergie. Ah, okay, Luftenergie. Mhm. Luftenergie. Etwas verstehen. Etwas kommt zum Ende. Oh, okay. Was ist die geteilte Energie dieser beiden? Die geteilte Energie dieser beiden
geteilte Energie dieser beiden. Königin der Kelche. Okay, also ich sehe, dass in der Vergangenheit die Liebe und das Gefühl da war. Und was ist mit jetzt? Die Sonne. Mhm. Löwe-Energie. Mhm. Heute ist der Mond auch in Löwe. Okay. Tendenz, geteilte Energie, diese beiden Menschen. Diese beiden Menschen, der Herrscher. Oh, irgendjemand muss hier die Verantwortung übernehmen. Irgendjemand muss hier richtig auf seine Power vertrauen. Vielleicht auch so die maskulinere Energie der Dynamik muss hier ist Aktivität verlangt. Okay. Und die Überblicksenergie für diese beiden. Die Überblicksenergie. Drei Stäbe, Hoffnung und Erwartungen. Okay, jetzt kommt noch ein bisschen Feuer ins Spiel. Ich sehe mehr Action. Okay. Sieben. Die Herrscherin, der Herrscher. Okay. Okay. Der Eremit, König der Kirche. Okay. 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 Überblicksenergie, die drei Stäbe für euch beide, okay. Hier sind viele Hoffnungen, hier ist viel Hoffnung. Und wenig Bewegung. Okay. Okay, die drei Stäbe in der Überblicksenergie. Diese drei Stäbe. Einmal bitte zeigen, was die. Oh. Der Gehängte. Das kommt zurück auf deine Person. Oh. Oh, okay. Ich habe jetzt direkt schon den Eindruck, dass du voll in die Aktion gehen kannst. Weil wir haben hier in der geteilten Energie den Herrscher auf die Tendenz, okay? Und dann sich gut fühlen. Dann haben wir hier dein Gefühl aus der Vergangenheit und was zeigt, dass du viele Optionen hast, viele Möglichkeiten hast, aber keine Entscheidung triffst, weil du nicht weißt, welche du treffen kannst, weil es so viele Optionen gibt, du hast so viel Gefühl. Deine Person zeigt darauf direkt die sechs Kelche. Sprich, deine Person sieht das Gefühl, sieht die Seelenverbindung darin und dann zeigst du gegenwartsorientiert irgendeine Art von Abhängigkeit oder irgendetwas, das so die Verbindung zu der Person, das ist so... Halt, das ist auch so. Eine Entscheidung kann getroffen werden. Deine Person zeigt den Gehängten, der Gehängte hier. Also vielleicht hofft deine Person von dir auf etwas. Ich weiß jetzt nicht, wie eure Dynamik ist so. Okay, noch mehr bitte zu den drei Stäben hier. Noch mehr zu den drei Stäben. Was höchstes Wohl, was ist jetzt praktisch, was ist wichtig zu sehen? Seelenebene, energetisch gesehen, im Überblick. Die Dynamik dieser zwei, die drei Stäbe. Das leichte Feuer, die neue Bewegung, die Verknüpfung, die Verbindung, der Gehängte raus aus der Äon, das Gericht, dein Urteilsvermögen, auf dein Gefühl vertrauen. Sechs, sechs, drei. Sechs wieder. Mhm, die sechs habe ich schon gespürt. Okay, noch eine. Komm in diese Richtung. Sechs Schwerter ist... Deine Person zeigt auch Luft und etwas zu checken. In deinem Kopf neu eine Richtung anzuvisionieren und dann auch in diese Richtung zu gehen. Aktiv in diese Richtung zu gehen, eine neue Richtung dir auszusuchen, okay? Und du zeigst dir schon die 7, eine Entscheidung muss getroffen werden. Und dann zeigst du hier die 5, also dass auch etwas weniger wird. Und dann ist hier die Zahl 6, hier sind auch so 6 Kreise, hier sind 6 Stäbe. Also das ist Balance, die neu zwischen euch entstehen kann. Und ich glaube, dadurch, dass du etwas machst. Hold up, wait a minute. 5 Scheiben und es kommt zurück zu dir. Ja. Also, okay.
Okay. Das kann jetzt aber auch sein, dass dieser Mensch nicht der Mensch ist, der dir das hier geben kann. Ich sehe hier für dich, nachdem du dich von etwas verabschiedet hast, dass für dich hier 10 Münzen da sind. Und 10 Münzen ist alles. Okay? Deine Person zeigt gegenwartsorientiert der Gehängte. Und vielleicht, also einfach so ein bisschen, es war eine Seelenverbindung, ja, aber mäßig, dass du schon aus dieser Verbindung gelernt hast und dass diese Verbindung jetzt abgeseilt ist, sprich auf energetischer Ebene gesehen, auf so Seelenlevelmäßig, diese Person hat den Zweck in deinem Leben schon erfüllt, du hast schon daraus gelernt und diese Person hat dir nichts mehr zu geben. Deswegen macht diese Person auch nichts. Und deswegen hast du vielleicht auch hier, du bist noch ein bisschen an diese Person gebunden vom Gefühl und deswegen hat dich auch dein Gefühl in der Vergangenheit lag schon richtig damit, dass du nicht wusstest, was du machen kannst, weil es nichts für dich hier zu machen gibt. Mäßig. Also das sind jetzt zwei Richtungen. Wir gucken gleich nochmal, nur damit du schon mal so weißt, ne? Weil die 5 Münzen können auch für speziell in Beziehungen, in Liebeslegungen, sehe ich die eigentlich eher ungerne. Dadurch, dass du jetzt aber das dann direkt auch gedoppelt hast, das ist schon ein starker Move auch, weil das zeigt, okay, du hast viele Optionen, viel Gefühl in dir. Die Herrscherenergie im Überblick, die Königin der Kelche, die Liebe ist da, die Glücksgefühle sind da und auch, dass du in deiner Power bist, dass ihr beide in eurer Power seid. Okay, die geteilte Energie ist sehr stark. Deswegen habe ich hier schon auch das Gefühl, vor allem wenn eine Person in der Vergangenheit gesehen hat, dass es also die Liebe gesehen hat und auch die Seelenverbindung gesehen hat, so auf energetischer Ebene. Jetzt ist die Frage, ob diese Person quasi NPC-mäßig schon so den Lebenszweck erfüllt hat und jetzt so raus ist aus deinem Leben und du dich jetzt von dieser Person so checken musst, okay, das war's, ich verabschiede mich, ich gehe mit jemand anderem weiter. Oder ob diese Person, also ich meine, weil 9 Schwerter können auch Stress sein. Also vielleicht macht diese Person irgendwas anderes gerade durch, was wirklich ein Prozess ist, wo ihr euch vielleicht erstmal auch so trennen müsst, die Wege mäßig. Das ist auf jeden Fall eine neue Richtung, die ich hier sehe mit den 6 Schwertern. Und ich sehe, dass irgendjemand Hoffnungen hat und Erwartungen hat. Hier ist Passivität und hier ist aber auch so, dass das Festhalten an jemandem, das sich an jemanden lehnen. Das Ding ist auch, dass die 5, guck mal, das ist das Ding jetzt, die 5 Münzen zweimal kommen ja zurück zu den 10 Münzen. Also vielleicht ist es genau das auch, dass man sich auf diese Person vertrauen kann und verlassen kann. Dass nur halt ein Schritt gemacht werden muss. Das waren jetzt so verschiedene Richtungen, ne? Ist mir klar, dass es jetzt noch keine präzise Richtung war, aber just für die Überblickenergie, dass du siehst, so, das sind jetzt auch so erstmal viel, was abgeht. Der Kaiser, das ist wieder die Herrscherenergie, zweimal der Herrscher. Das ist auch Widderenergie, das ist auch jetzt die Zeit, die nach der Fischesaison kommt. Jetzt gerade ist auch die Fischezeit, vielleicht heißt es auch für dich jetzt speziell, erstmal jetzt bis 23. März ist auch ein krass energetischer Tag, so von Sternen und so. Also vielleicht ist es gerade für dich voll das Zeichen, okay, die nächsten 3 Wochen, weil dann fängt die Widdersaison an und das ist hier zukunftsorientiert, die nächsten 3 Wochen konzentrierst du dich nur auf dich, kommst neu in deine Unabhängigkeit, checkst neu auch dein Gefühl darin und dass du dann in der Widderzeit hier vielleicht irgendwie sehen kannst, okay, so, dann weißt du, was du machst mäßig. Weil ich sehe auch, dass hier irgendwas deine Person dann trifft. Zweimal Herrscherenergie. Ja. Okay, das erstmal dazu. Gut. Also auf dich wartet eine Entscheidung und Aktivität, um aus der Passivität rauszukommen, okay? Auf jeden Fall, aber ich würde sagen, jetzt in der Fischezeit, das ist auch so eine Energie, so kein Stress. So, lass dir Zeit. Und ich glaube, hier, guck mal, auch 3 Wochen habe ich ja schon gesagt, hier sind 3 Stäbe. Vielleicht sind diese nächsten 3 Wochen speziell jetzt für dich wichtig, irgendwie neu in deine Unabhängigkeit zu kommen, mit deinem Herzen und deinem Gefühl. Irgendetwas vielleicht auch so ruhen, sacken zu lassen, damit sich irgendetwas neu herauskristallisieren kann. Und dann gehst du so in die Aktivität. We will see, we will see, we will see. Okay. Okay. Noch dieses Deck? Ja, okay. Gut. Das ist auch ganz viel blau, das ist Halschakra. Also, das ist viel Kommunikation. Viel Kommunikation. Und ich glaube, es kommt zurück zu dir. Das Ding ist, vielleicht kommt es auch zurück zu deinem Menschen, weil ihr zeigt euch hier beide in der geteilten Energie und dann die 6 Schwerter in irgendeine Richtung, in die ihr geht. Okay, vielleicht, okay, wir werden sehen. Gut. 7 Kelche. Was sind diese 7 Kelche für dich? Diese 7 Kelche jetzt bitte einmal ganz deutlich, ganz klar für dich. Höchstes Wohl. Höchstes Wohl, höchste Timeline für dich. 7 Kelche. 7 Kelche. Irgendein Hebel muss noch umgelegt werden. Irgendetwas muss noch gedreht werden. Irgendetwas muss noch vielleicht gespielt werden. Vielleicht kann auch. Oh, neue Wahrheit, in die du trittst. Oh ja. Ast der Kelche.
Auf die neuen Kirche, okay, ja. Du kannst safe ein Angebot machen. Du kannst safe den Schritt machen. 10 Münzen hast du hier schon zukunftsorientiert. Das ist die Richtung, in die du dich bewegen möchtest, nachdem du neu etwas checkst, nachdem du neu auch die Tiefe mit dem Tod checkst, nachdem du neu auch die Tiefe deines Gefühls checkst. Dann wieder der Herrscher in der geteilten Energie zukunftsorientiert und dann das Ass der Kelche. Und hier hast du 7 Kelche und deine Person hat schon 6 Kelche hier. 7 minus 1 ist 6, 6 Kelche. Also vielleicht, dass du neu erkennst, wie stark die Liebe ist. Oder dass die Liebe stark ist, dass die Liebe da ist und dass die Liebe auch stark genug ist. Weil 5 Münzen können auch sein, dass du vielleicht Ängste hast jetzt in der Gegenwart, dass du dich nicht auf diese Person verlassen kannst. Oder dass du Ängste hast in der Gegenwart, dass irgendetwas kaputt geht oder dass irgendetwas nicht lange hält oder sowas. Und diese Karten zeigen genau, du kommst in deine Power, du kommst in deine Macht, du realisierst, dass dein Gefühl gegenüber dieser Person wahrhaftig ist und dass es auch sogar wunderschöne Tendenz und Ausblicke hat für die Zukunft. Also das heißt das. Ich sehe nämlich aus all deinem Gefühl, vielleicht sind ja auch noch andere Personen mit involviert, dass hier ein Ass der Kelche ist und das ist auch erstmal so die Liebe in dir selbst neu checken. Und die Fischezeit jetzt aktuell, die nächsten 3 Wochen, sind eine super Zeit, um die Liebe zu dir selbst halt, wie gesagt, so neu zum Vorschein kommen zu lassen. Okay, deep. Deep. Das ist deep. 5 Münzen. Ich möchte mehr zu den 5 Münzen, bitte. Was ist das? Was ist das jetzt genau in Bezug auf diese Verbindung für dich? Höchstes Wohl, höchste Timeline. 5 Münzen. Aha. 10 Stäbe. Volle Kraft voraus. Nichts unterdrücken, loslassen und auch so volle Fahrtmäßig in die Richtung, in die du willst, für dich selbst nur. Okay, mehr dazu. Bisschen genauer. Das ist wieder die Feuerenergie und die Entscheidungen. Okay. 4 Kelche. Noch eine. Präzise Richtung bitte. Präzise Richtung für die 6 Schwerter. Überblicksenergie für zusammen. 4 Kelche. Hohepriesterin, oh ja. Hohepriesterin. Okay, du, deine Intuition. Was sagt deine Intuition dir? Was sagt dein Gefühl dir? Dein Gefühl. Ich sehe für dich hier erstmal erstens neue Unabhängigkeit und dann sehe ich, dass du siehst, was du wirklich für Möglichkeiten hast und dass du wirklich die Kraft nimmst und auch wirklich in diese Kraft steppst und auch wirklich diesen Schritt machst. Weil das ist ein Schritt machen, das ist ein Angebot machen. Die 4 Kelche ist ein Angebot machen von dir jetzt in diesem Zusammenhang mit der Hohepriesterin. Du machst ein Angebot, du nimmst etwas in die Hand. Für dich selbst und deine Zukunft, du weißt, es ist wichtig, okay? Für euch beide auch. Okay. Der Tod und die 10 Münzen. Hier ist auch Stierenergie. Du. Okay. Der Tod und die 10 Münzen. Der Tod und die 10 Münzen. Dritter der Schwerter. Das ist wieder Aktion. Liebe. Wundert mich gar nicht, die zu sehen, weil hier sind schon die 4 Kelche und hier sind 6 Kelche und hier 4 plus 2 ist wieder 6. Okay. Das ist süß. Das ist richtig süß. Okay, noch eine für hier bitte. 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 Ich kriege jetzt, das ist richtig süß. Okay. Okay. Die Liebenden, Zwillingsenergie und die 3 Kelche, Wiederverbindung, ein Wiederzusammentreffen, ein Zusammenkommen. Das Ass der Kelche, okay, guck mal. Erster Schritt für dich. Du nimmst jetzt erstmal diese Zeit. Zeit ist aber auch relativ im Tarot. Also nimm dir so lange Zeit, bis deine Intuition, dein inneres Gefühl dir sagt, yo, jetzt ist es soweit. 10 Stäbe, volle Kraft voraus. Ich gehe in die Aktivität rein. Ich mache etwas, okay?
Weil genau das ist das hier. Aber auch aus deiner Mitte heraus, aus so einem Fleck, wo es so für dich ist wirklich und wo du so checkst, so dass so, weil das Ass der Kelche ist hier die erste Karte so auf die sieben Kelche. Und das ist so eine schöne Essenz, die erkannt wird aus dem Gefühl zwischen euch und auch aus dir selbst heraus, okay? Und dann sehe ich hier die Steigerung von etwas, die Aktivität, nachdem sich von Ballast und so entfernt wurde. So auf den, ich kann mich nicht darauf verlassen. Und so nachdem du checkst, okay, ich kann mich darauf verlassen. Ich kann mich auch auf mein eigenes Gefühl verlassen. Ich kann mich auf mich selbst verlassen. Sehe ich hier so die Verbindung. Das ist eine starke Verbindung. Die Liebenden, das ist die, like. Ich wünsche jedem Menschen auf dieser Welt eine liebende Verbindung, die als Basis Ass der Kelche, sechs Kelche und zwei Kelche hat. Weil das sind genau die Kelche, also wenn das Gefühl und im Inneren der Menschen diese Stabilität gegeben ist, dann so, das ist genau so diese Art von Liebe, die die Welt rettet. Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine, weil du zeigst mir gerade auch diese Energie. Okay, auf jeden Fall. Für dich gibt es noch etwas, wovon du dich von deiner Einstellung her verabschieden kannst. Und dann sehe ich hier für dich eine neue Aktivität in Richtung dieses Menschen. In Richtung dieses Menschen. Okay. In Richtung dieses Menschen. Okay. Ups. Okay. So, die sechs Kelche. Ass der Münzen. Die sechs Kelche. Oh, wieder der Gehängte. Oh, und der Teufel. Okay, stopp. Habt ihr euch das letzte Mal im Januar gesehen? Hattet ihr das letzte Mal im Januar Kontakt? Ist seit Januar kein Kontakt mehr oder seit Dezember? Der Gehängte und der Teufel. Es gibt mir gerade so stark die Gefühle, als würde dieser Mensch die Gefühle zu dir auf einen weiten Grad unterdrückt haben. Das bedeutet das literally. Der Teufel in Verbindung mit den sechs Kelchen, in Verbindung mit dem Gehängten. Es ist starkes Gefühl, es gibt starke Lust, aber die wird unterdrückt, die wird nicht zugelassen. Es gab wahrscheinlich irgendeinen Zeitpunkt in der Vergangenheit, wo der Kontakt aufgehört hat, wo es abgebrochen wurde. Und es geht immer noch bis in die Gegenwart, reicht das an, dass einfach keine Bewegung stattfindet. Kann auch sein, dass eine Person einfach dominant, also empathisch ist. Auch so, mit der Teufelenergie hier in diesem Zusammenhang kann sich diese Person auch denken, diese Person weiß nicht wirklich, wie es in der Zukunft aussehen soll. Diese Person weiß nicht wirklich, wie die Zukunft aussehen soll. Ja. Ängste, das ist es. Okay. Noch eine für die sechs Kelche. Noch eine für die sechs Kelche, für diese Verbindung höchstes Wohl. Bitte noch einmal eine Karte für die sechs Kelche, damit ich das jetzt noch mal einmal bitte hier in die richtige Richtung lenken kann, bitte. Sechs Schwerter da. Die Richtung suchst du auch ein bisschen aus, weißt du? Deswegen, also sieben zu dir, die Entscheidungen. Okay. Oh. Komm, eine Richtung bitte mit den sechs. Sechs Kelche. Der Turm. Oh. Das sind so. Und das Gericht dann hier mit den drei Kelchen, der Wiederverbindung und dem Ass der Münzen. Also deine Person gibt mir gerade so krass den Vibe, also wenn du nicht machst. Das ist jetzt das Ding. Ich krieg gerade so den Eindruck, also wenn du nichts machst, dass deine Person dann einfach auch gar nichts mehr macht. Und das Ding ist, ich sehe das Potenzial, dass wenn du was machst, dass sich da daraus was entwickelt. Aber jetzt ist die Frage an dich, willst du wirklich mit einem Menschen sein? Das ist halt auch das Ding mit die Liebe erkennen, richtig für dich. Erstmal das Gefühl. Willst du wirklich mit einem Menschen sein, aus dem erstmal so keine Bewegung ausgeht? Und wo sich diese Person so denkt, okay. Mit dem Gehängten ist es so, diese Person hat literally die Verbindung zu dir so in eine, so einfach so, wie so aus dem Fenster gehangen oder in so eine Ecke gepackt, und möchte sich nicht damit beschäftigen, weil es diese Person stresst, weil diese Person sieht die Liebe hier offensichtlich, aber es stresst auch diese Person, sich damit zu konfrontieren. So, das heißt das. Und deswegen ist es halt, glaube ich, auch für dich der erste Schritt, so die Tiefe deiner Gefühle zu erkennen. Und vielleicht auch zu sehen, dass du dir selbst vertrauen kannst in eurer Dynamik.
Und dass du dann aber auch den Schlüssel in der Hand hast für die weiteren Zeitlinien und eure Entwicklung und Entfaltung für die Zukunft, weil das deine Person offensichtlich hier hardcore stresst. Mit der Turm, der Gehängte, der Teufel. Das ist so, ich möchte mich nicht damit befassen. Das macht mich verrückt, das macht mich nervös. Mit die Turmkomponente hier. Guck mal, das Ding ist auch, das sind jetzt so diese dramatischen Karten, weißt du, das sind so diese Karten im Tarot auch, die so ein bisschen so ein schlechtes Image haben. Aber das Ding ist, in jede Karte im Tarot hat gute und schlechte Seiten. Die zwei Kelche. Also jede Karte hat gute und schlechte Seiten. Und das Ding ist auch, wenn wir jetzt hier so gebündelt diese ganze negative Energie haben auf die sechs Kelche, gibt mir das krass so, auch mit der Todkarte, die du hier zukunftsorientiert zeigst, krass so, dass diese, also die Umwandlung, weißt du? Okay, wir gehen einen Schritt weiter zum Gehängten, den wir hier auch wiederfinden. So, was zeigt denn der Gehängte jetzt gegenwartsorientiert? Dieser Mensch jetzt gegenwartsorientiert? Jetzt. Page der Münzen, kleine Öffnung, Bereitschaft, okay. König der Kelche, guck mal, großes Herz. Okay, und noch mehr, dieser Mensch jetzt gerade energetisch gesehen. Das Gericht. Das Gericht, die drei Schwerter. Das ist. Oh. Ganz kleine Babyschritte, ganz kleine Babyschritte, wichtig. Diese Person hat ein riesiges Herz und gleichzeitig auch Schmerz. Ein riesiges Herz und gleichzeitig auch Schmerz. Lol. Okay. Luftenergie, neue Bewegung. Ich sehe, dass deine Person offen ist mit dem Page der Münzen für neue Bewegung, die zu empfangen vielleicht auch. König der Kelche. Oder geht es aus der Person raus, dass du etwas checkst und auf dich kommt das Ganze zu. Das könnte auch sein. Der Herrscher. Kommt jetzt darauf an, wer von euch beiden in dieser Herrscherenergie ist, okay? Ja. Okay. Also viel Gefühl, aber was? Was sind diese neuen Schwerter? Was ist dieser Stress? Zwei Stäbe. Rad des Schicksals. Oh. Diese Person, wie ich schon gesagt habe, hat krass Stress. Und weiß nicht weiter, wie die Zukunft aussehen soll. Also ob das Ganze Halt haben kann. Der Narr. Oh. Die Narr-Energie ist so richtig so mit dem Ast der Kelche. Es kommt voll zurück zu dir. Guck mal, okay, dieses Ganze hier, ne, es kommt krass zurück zu dir. Erstmal die Wahrhaftigkeit deiner Gefühle neu zu checken, die Sicherheit in dir neu zu checken, sehen, dass du richtig fähig bist für diese Beziehung. Also auch so dieses so, dein Herz möchte das, du verdienst es, geliebt zu werden, du verdienst auch so jemanden zu lieben, wie du diese Person lieben möchtest. Richtig so in diese Power zu vertrauen, dich von dem Ballast, nächster Vollmond auch, ist jetzt schon in ein paar Tagen, uff, dich von dem Ballast zu verabschieden und dann in die krasse Stabilität zu steppen. Weil, guck mal, mit der Tuf, guck mal, wir haben hier die Todkarte, ich kenne so, wir haben die Todkarte, wir haben die Turmkarte, wir haben den Gehängten, wir haben den Teufel. Das sind so diese, und dann noch die Liebenden. Und die Liebendenverbindung ist so die krasseste Verbindung auf der Erde, weil es ist so, und deine Person zeigt schon die sechs Kelche als erste Dings. Also ihr seid ineinanders Leben gekommen, um voneinander zu lernen. Und, ne, ich habe ja vorhin schon gesagt, vielleicht hast du deine Lektion von diesen Menschen schon gelernt. Und das ist jetzt so ein individuellen Pfad, der auf dich zukommt. Mit der Herrscherenergie kann natürlich auch sein. Und dann kommt irgendjemand anderes auf dich zu. Weil wenn du von dieser Person schon gelernt hast, dann fertig. Allerdings sehe ich auch, dass deine Person genauso wie du gerade noch etwas checkst über die Verbindung, über eure Dynamik, über die Sicherheit und über den Erhalt. Deine Person, das ist auch für deine Person viel in sich selbst erkennen und so viel Konfrontation mit der Wahrheit auch. Und dann auch so checken, dass man gar nicht wissen muss, wie die Zukunft wirklich geplant wird. Sondern die Nahenergie ist voll so im Jetztsein. Also voll im Jetzt sein. Und für dich ist es auch ganz, ganz viel Verbindung mit deiner Intuition, deiner inneren Stimme und auch so mit Power in eine Richtung gehen,
Und okay, das ist aber, es kann natürlich auch mit den drei Schwertern, es ist so ein schmerzhafter Prozess, erstmal sich von irgendetwas abzutrennen und abzubrechen und dann in diese neue Richtung richtig zu steppen. Okay, denn es scheint mir hier, als würde jemand auch mit der Zeit erkennen, was es alles für Möglichkeiten gibt und dass es sehr wohl möglich ist. Aus der Kelche. Ich habe gerade wieder ein bisschen hier unten gemischt und das ist wieder das aus der Kelche. Okay, viel auch erstmal Selbstliebe. Okay. Geteilte Energie zwischen diesen beiden, bitte. Geteilte Energie. Die Königin der Kelche. Die Liebe, die war. Okay, die Verbindung, die war. Das ist auch weibliche Energie. Das ist fürsorgliche Energie. Königin der Kelche, oh, Rad des Schicksals. Rad des Schicksals hat deine Person auch. Aha, gibt mir gerade auch ein bisschen so den Vibe, dass deine Person vielleicht mehr weibliche Anteile in sich hat, von energetisch gesehen, als du denkst. Vielleicht bist du hier wirklich so ein bisschen mehr in dieser, also jetzt gerade momentan vielleicht in der Energie, wo du so in die Herrscherenergie kommst, weil du zeigst dir den Herrscher einmal schon und die Liebe neu erkennen und auch den Erhalt für die Zukunft, was du wirklich willst. Es kommt darauf an, auch was du wirklich willst und dich auch in die, für diese eine Richtung entscheiden und dann auch mit den sechs Schwertern richtig in diese Richtung zu gehen. Und dann hier für deine Person das Herz, das sich auch öffnet mit der Zeit, Rad des Schicksals zweimal. Okay, für die Königin der Kelche. Das sind die drei Stäbe. Damn, guck mal. Und hier haben wir schon die drei Stäbe und hier ist auch schon der Gehängte. Also, dass deine Person vielleicht wirklich von den Karten her so, okay, ich schaue in die Ferne, kommt noch was von diesem Menschen oder kommt nichts mehr von diesem Menschen. Das Öffnen auch, also deine Person ist offen, dass etwas von dir kommt auch so. Okay, noch eine für die Königin der Kelche. Eine für die Königin der Kelche, bitte. Für hier. Eine für die Königin der Kelche jetzt in dieser Dynamik, die drei Stäbe, das Rad des Schicksals, die Königin der Kelche. In welche Richtung möchte ich hier die Liebe und worauf wird hier gehofft? Was ist jetzt König der Stäbe? Oh, den habe ich auch für dich gesehen, bevor ich die Legung gemacht habe. Das ist auch viel deine Aktivitäten nach außen und auch wieder die Power. Das ist auch jetzt hier wieder, das bringt mich hier ein bisschen hier hin, wegen der Löwe-Energie, die wir hier haben. Okay, die Sonne zwischen diesen beiden, jetzt gegenwartsorientiert. Die acht Kelche, oh. Oh, acht Kelche, was bringen die? Sieben Kelche. Oh. Acht Münzen. Zwei Wege. Zwei Wege. Und es fängt wieder an hier bei dir mit den sieben Kelchen. Du erkennst erstmal, ob diese Person wirklich, ob dieser Mensch wirklich der Mensch ist, den du liebst. Die Wahrhaftigkeit der Gefühle habe ich jetzt schon oft gesagt, aber das ist literally wieder das, okay? Und dann gibt es zwei Wege. Entweder du sagst, nein, ich kann das nicht, das geht nicht, und du entfernst dich. Oder du sagst, nein, ich möchte den Weg zusammen beschreiten und du arbeitest literally daran. Für euch beide. Das ist dann aber auch, also nicht nur du, ihr beide, 8-8. Und das ist auch wieder ganz, ganz viel Fokus auf das Selbst. Dein Mensch für dich und du für dich. Dein Mensch für sich und du für dich. Die Sonne. Vielleicht ist es auch hier so. Dein Mensch muss erstmal gerade wieder richtig checken, was macht mich wirklich glücklich? Und du checkst gerade wirklich auch mit den fünf Münzen, was macht mich wirklich glücklich? Das Ding ist, es ist in der geteilten Energie, also vielleicht seid ihr es wirklich für euch beide, ihr beide. Okay, also ich sehe hier Gefühl füreinander, aber ich sehe auch die Distanz und die Entfernung. Und ich sehe auch dieses, okay, es ist immer noch diese Komponente im Spiel, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Und es ist immer noch diese Komponente im Spiel, wenn ich Resultate sehen will, dann muss ich auch wirklich etwas dafür tun. Ich sehe.
Das ist das Ding. Ich sehe nämlich auch für die, also ich meine, so in Zeitlosigkeit zeigst du jetzt mir zweimal 10 Münzen mit deiner gegenwartsorientierten 5 Münzen Energie, okay? Also das Fenster ist energetisch gesehen dafür den Erhalt in die Zukunft für euch beide. Es muss aber auch etwas dafür getan werden. Also, und hier ist auch so dieses, es muss ein Angebot gemacht werden, damit sich die Dinge irgendwie auch, damit die Dinge neu in Bewegung kommen, damit man auch überhaupt sehen kann, ob das was wird oder nicht, damit, ne? So. Ja, okay. Der Herrscher. Mehr zu dieser Herrscherenergie, bitte. 5 Kelche. Aha. Mehr zu dieser Herrscherenergie hier, bitte. Geteilte Energie der Herrscher. Was zeigt der Herrscher hier? Was will der Herrscher hier? Warum ist hier der Herrscher? Warum ist man hier so ernst? Warum wird hier etwas mit so viel Kraft gemacht? Wer kommt hier in seine Power? Wer kommt hier in ihre Power? Der Herrscher hier. Ist das auch eine Zeitkarte oder Ritter der Schwerter? Es kommt zurück zu dir, literally. Du zeigst mir hier, also in der geteilten Energie, ist es hier ganz viel. Du musst erstmal für dich entscheiden, was du willst. Klingt ein bisschen so banal, ne? Aber so ist es eigentlich, weil du hast als erste Karte diesen Kelche gehabt. Ritter der Schwerter, Ritter der Schwerter. Das ist Aktion aus dir heraus, nachdem du etwas checkst und das ist neu in deine Macht auch kommen. Hallo? Die Liebende. Wieder die Zwillingskarte. Die liebenden Verbindung zweimal. Ich neige dazu, Karten oft ins Positive zu ziehen. Aber ich mache es eigentlich auch nur, wenn ich fühle und sehe, dass die positiven Aspekte auch gegeben sind. Trotzdem muss ich jetzt bei dieser Karte nochmal in der Verbindung sagen mit dem Herrscher und mit dem Ritter der Stäbe, weil wir sie hier auch einmal schon bei dir sehen und deine Person hier so heavy Komponenten hat von Unterdrückung und Zurückschieben, dass es ganz viel mit dir selbst zu tun hat und ganz viel mit deiner Person selbst. Also das hier auch mit den 3 Stäben. Vielleicht muss auch noch ein bisschen Zeit vergehen, bis du so einen Schritt machst oder so. Bitte eine noch zu dem Herrscher hier, eine noch zu dem Herrscher. Was ist das hier genau? Guck mal, die Liebenden und dann der Herrscher, show me. Bube der Schwerter, 9 Schwerter. Oh. Das ist jetzt sehr viel Luftenergie, okay? Das ist sehr, sehr viel Element Luft. Bube der Schwerter, sich einer Erfahrung neu öffnen, etwas lernen, vielleicht auch neu etwas über diesen Menschen lernen und dann in die Aktion gehen. Also das ist wirklich so, okay, ich weiß jetzt etwas und ich mache was dafür. Und das gibt mir jetzt auch stark den Eindruck, als, ich glaube, wenn ich mir das hier so ansehe, dass du erstmal hier was checkst, okay? Über die Liebe, über das Gefühl, was du willst. Daraufhin, also so sieht gerade für mich die Storyline aus, machst du was in die Richtung dieses Menschen, okay? Und dann bist du aber zurück in deinem Film mäßig und du fokussierst dich auf dich, auf deine Selbstliebe, so alles für dich, was dir gut tut, was dir Spaß macht und das Ganze so. Du kommst auch so, also so Unabhängigkeit für dich richtig, auch im Gefühl und so Sicherheit auch in deinem Gefühl, in dir selbst. Und währenddessen lässt du diesem Menschen auch den Raum zu verstehen, wie tief das Gefühl geht. Weil das Gefühl ist auch offensichtlich tief in diesem Menschen. Aber das Ding ist auch, dass mit so sturer Energie auch, dass das auch, wenn es so tief ist, viele Menschen unterdrücken das dann einfach und dann ist es weg und dann ist es okay, Schublade, ciao, gucke ich nie wieder rein, mäßig, weißt du? Deswegen sehe ich dann aber auch von dir, dass aus deiner Person diese Offenheit kommt und auch so deine Person checkt so, oh mein Gott. Mit der Nahkarte und mit dem Rad des Schicksals, es ist wirklich möglich. Okay. Ich habe jetzt noch 2 verschiedene Jacks hier. Und zwar möchte ich kurz gucken, weil ich auch ja am Anfang so diese 2 Richtungen bekommen habe, dass entweder dieser Mensch wirklich nicht mehr für dich ist oder halt dieses so, es muss erstmal noch etwas verstanden werden, realisiert werden, Zeit muss ein bisschen mit einspielen und dann gibt es so diese verschiedenen Dings und so. Ich möchte einmal kurz gucken, mehr, was dieser Turm ist mit dem Gehängten und der Teufel für diesen Menschen, damit du das auch vielleicht besser verstehen kannst.
Und also genau, ich habe jetzt einfach nur ein paar Karten, damit ich ein bisschen mehr so eintauchen kann in das Ganze, was abgeht, energetisch gesehen zwischen euch. Was mich halt verwirrt und warum ich mir so denke, okay, was geht. Guck mal, das Deck, 10 Münzen einfach hier unten. 5 Schwerter, Ass der Schwerter. Es sind halt so, der König der Kelche ist hier bei deiner Person. Die Königin der Kelche ist hier und es sind so viele Kelche hier, die so mit Liebe in Verbindung stehen. Und dann halt so diese ganze Luftenergie, auch so die Power, weißt du, zwischen euch, die euch treibt und leitet. Und dein Feuer, aber auch erstmal so, keine Ahnung, das sich öffnen und so. Auf jeden Fall. Am Ende ziehe ich auch natürlich noch Tipps. Okay, so. Source. Für diese beiden sich potenziell Liebenden. Für diese beiden Menschen, okay? Was checkt dieser Mensch? Was ist wichtig jetzt? Was ist praktisch jetzt? Was ist bereichernd jetzt? Für alles, für die Entwicklung, für die Harmonie in der Beziehung, in der Liebe, für das Ass der Kälte, das Ass der Kelche, das sich neu entfaltet, für die Seelenverbindung. Bitte. Hier wieder. 2 Stäbe. 6 Scheiben, die Balance. Die Balance, die auch, glaube ich, von dir auch ausgeht. Kriege ich jetzt noch mehr das Gefühl. Weil das starke Komponenten sind von jemand beobachtet etwas und jemand hat low-key Stress wegen etwas. Hier wieder der Teufel. Das ist genau diese Energie, auf die wir jetzt eingehen wollen. Sehr schön. Okay. Also für. Das Öffnen, das Leichte. Page für Page. So. Der Turm, was ist dieser Turm? Was ist hier zerfallen? Okay, warum der Gehängte? Warum der Gehängte? Warum diese Passivität? 3-mal der Gehängte. Das ist auch stark die Fischezeit jetzt, no doubt. But still, irgendjemand muss hier vielleicht auch nochmal einen neuen Blickwinkel erweitern. Vielleicht auch etwas verstehen erstmal. Hier wird ein neuer Blickwinkel über etwas genommen. Es wird realisiert, dass mit Willenskraft. Und ich glaube, das realisierst du erstmal mit den 5 Münzen, es kommt zurück zu dir. Willenskraft, Rad des Schicksals, ja. Auch so ein bisschen alles möglich ist. Das Herz ist eine verrückte. Der Stern, guck mal, genau diese Wunschenergie. Das Herz ist eine verrückte magische. Ein verrücktes magisches Geschenk, mit dem wir Menschen ausgestattet sind. Okay. So, show me, was ist jetzt noch wichtig von diesen Menschen hier? Von diesen Menschen hier. In dieser Seelenverbindung, Stress um die Zukunft, etwas wird beobachtet, etwas wird irgendwie auch ignoriert. Das Herz ist voll da, aber es will nicht gesehen werden. Das Herz ist voll da, aber es will nicht gesehen werden für diesen Menschen. 10 Stäbe, es kommt zurück zu dir. Und dann Page, das ist Mut. Das ist Mut fassen. Also, dass du Mut fasst für etwas. König der Münzen für den Erhalt. Oh. Don't fall on me. Was haben wir hier? 4 Kelche, Asse, Schwerter, Gerechtigkeit. Sechs Schwerter. Die Richtung entscheiden. Für dich, Königin der Stäbe. Feuerkraft. Deinen Mut auch wachsen lassen mit der Zeit. Dir Zeit lassen. Okay, let's see. Let's see. Was geht ab? 3 Kelche, Wiederverbindung. Okay, show me. Der Herrscher wieder im Split. Okay, show me für diesen Menschen auf den. Der Turm und der Gehängte. 4 Schwerter. Ah. Oh. Diese Person, okay, es kann sehr, sehr, sehr bereichernd sein. Sobald du das aus der Kelche in dir neu erkannt hast, die Liebe zu diesem Menschen, die Wahrhaftigkeit der Gefühle und dass es wirklich der Mensch ist, ne? Weil du hattest ja auch eigentlich so dieses so, ist das wirklich? Ist das nicht? Ist es doch dieser andere? Deswegen ist es für dich voll viel erkennen, ob es wirklich dieser Mensch ist und dann mit dieser Wahrheit, die du in dir erkennst, auf diese Person zugehen, dich ein bisschen öffnen und dann sehe ich die Empfänglichkeit dieser Person. Und ich sehe hier mit den 4 Schwertern, dass. Und deine Person zeigt schon 3 Schwerter, dass was auch immer du dieser Person zu geben hast, dass es bereichernd ist und dass es hilft, bei dieser Person Ruhe ins System einkehren zu lassen, sodass diese Person nicht mehr so gestresst ist wegen irgendetwas, weil ich Stress in dieser Person sehe, interner Prozess. Okay, noch mehr hierzu bitte. Für diesen Menschen.
Fünf Kelche, neue Stäbe, acht Kelche. Das ist viel Loslassen und viel Vertrauen, dass es klappen kann. Und nur weil es in der Vergangenheit, weil irgendetwas im Weg stand, muss es nicht dieses Mal auch so sein. Ich sehe auf eine Art, dass diese Person sehr involviert ist. Also diese Person ist so auf eine Art voll bei dir. Okay. Also ist das ein Turm? Die Veränderung hat noch nicht richtig stattgefunden. Und die Veränderung kommt erstmal aus dir heraus. Und das ist so eine Gefühlssache, die sich dann shiftet in dir, glaube ich. Und die vielleicht auch dich einfach dann, dass du offen bist für. Richtung für die acht Kelche auf die sechs Schwerter. Oh, jetzt bin ich gespannt. Hell, Jesus Christ. Der Tod. Oh. Die vier Stäbe, die Beziehung. Okay. Ich glaube so oder so. Ich weiß nicht, ob dieser Mensch wirklich dein Mensch ist. Ich weiß nur, dass es wichtig ist, dass du dir klar über deine Gefühle wirst und auf diese Person zugehst und dass es nochmal zu irgendeinem Zusammentreffen kommt. Weil so oder so, so, diese Person hat in sich Stress in Bezug auf die Gefühle zu dir und du hast in dir Stress in Bezug auf die Beziehung zu dieser Person. Und was ihr beide, glaube ich, braucht, ist einmal, dass der Tod vorbeikommt, energetisch gesehen, Skorpionenergie, transformative Energie. Vielleicht braucht das Ganze auch noch Zeit bis Oktober, November, I don't know. Auf jeden Fall sehe ich hier, dass hier so viel so Ballast ist und Stress an dem festgehalten wird und man hat so viele Ängste. Vielleicht sind die auch begründet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass es, was auch immer du noch zu sagen hast oder zu machen hast, dass du dich auf jeden Fall, dass du, glaube ich, noch einen Schritt zu dieser Person machst und einfach schaust, was da wirklich ist. Weil ich sehe viel tiefes Gefühl, aber auch so von deiner Person mit der neuen Stäbe die Tendenz, wenn etwas zu tief geht, einfach, nee, damit beschäftige ich mich nicht. Ciao, Dankeschön, nein. Und deswegen ist es voll wichtig, dass, glaube ich, auch von dir nochmal einmal so dieser, so, bumm, dass es so angetippt wird, damit, weil ich sehe hier viel so, was sich öffnet und was leichter wird, gleichzeitig auch so diese Mauer, die aufgebaut ist, auch wegen Schutz und so, I get it, trotzdem, zweimal der, also das ist viel, mit die Todkarte, guck mal, wir haben zweimal die Linie, wir haben zweimal der Tod, das ist viel, etwas geht zu Ende, aber mit jedem Ende wächst doch etwas Neues und die Liebenden ist eine so starke Verbindung und wir haben hier die Kelche der Liebe gegeben, deswegen energetisch gesehen, will das alles so eine Transformation, also es will so einmal so boom, boom, so neu zum Leben erweckt werden und das fängt an bei da, was ich am Anfang gesagt habe, für dich. Muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, dann habe ich es glaube ich so fünfmal gesagt. Okay, so. Okay, vier Stäbe die Beziehung, hier noch was Gerechtigkeit, safe. Das ist auch voll so eine Sache jetzt für dich, dass du das selbst in die Hand nimmst. Ich habe hier gerade wieder dieses Raumspray gesehen. Ich spray das einmal kurz. Ich liebe diesen Geruch. Okay, jetzt ziehen wir noch Tipps für dich, okay? Was sind jetzt Tipps in all dem? Was sind Tipps in all dem? Tipps für dich. Tipps für dich, okay. Tipps. Was sind jetzt Tipps für dich? Tipps für dich. Auch ganz kurz zu der geteilten Energie mit der Todkarte hier. Das sind zweimal Achten und Achten sind voll der Fokus auf das Selbst von euch jeweils,
von euch beiden. Und dann auch so, dass es sind schon viele Schritte gemacht worden, aber es fehlen noch die essentiellen letzten zwei Schritte mäßig. Und die letzten Schritte sind ja immer die schwersten, damit wirklich etwas Neues erschaffen werden kann. Hier wieder diese beobachtenden Komponente von der Seite deiner Person auch. Okay, gut. Tipps, was sind jetzt Tipps, bitte? Was sind Tipps? Hier die zwei Kelche. Das ist auch viel mit dem Ritter der Kelche. Das ist viel an die Liebe glauben und auch aber die Liebe aus einem Fleck kommen lassen, dass sie so vollkommen ist im Inneren, damit sie auch geteilt werden kann mit jemand anderem. Mhm. Und auch so, dass du bereit bist. Du zeigst dir 10 Stäbe für die 4 Kelche. Okay. Tipps jetzt. 4 Stäbe. Okay, was sind ein... Der Wagen. Oh, das ist Freiheit des Herzens. Freiheit des Herzens. Und das ist auch voll passend auf alle Karten, die du hier schon hast für deine Base. Sobald du für dich richtig die Richtung weißt, sobald du fühlst, in welche Richtung dein Herz wirklich möchte. Und dein Herz möchte in eine ganz klare Richtung. Und es liegt an dir, diese klare Richtung sich herausfiltern lassen und zu erkennen. Und dann geht es dir auch volle Kraft voraus, noch mit der 10-Stäbe-Energie. Viel Freiheit für dein Herz. Und das ist so viel, das ist ganz, ganz starke Kraft. Ganz, ganz starke Kraft. Der Wagen. Rad des Schicksals wieder. Damn. Zweimal. Dreimal. Dreimal Rad des Schicksals. Uff. Okay. Für euch beide. Ein Tipp. 4 Münzen. Das habe ich jetzt auch schon öfter halt im Pre-Shuffle gesehen, vorhin war es unten am Deck. Es gibt einen Grund, warum du noch daran festhältst. Und es ist wichtig, so oder so der Sache auf den Grund zu gehen, damit du entweder weitermachen kannst ohne diesen Menschen oder das viele Potenzial, dass es verwirklicht werden kann. Mhm. Okay. Ein Tipp hier. Oh. Das Gericht und die zwei Schwerter. Das Gericht und die zwei Schwerter. Hier wieder die Arbeit. Dafür arbeiten, dafür etwas tun, die Schritte gehen. Das ist auch so deine Zeit investieren und du weißt, okay. Das Gericht und die zwei Schwerter. Ich glaube, dein Mensch ist offener und flexibler, als du eventuell denkst und auch fähiger. Und das ist auch so, das ist auch magische Fügung, die passiert. Sobald du in dir etwas checkst und es auch so passieren lässt und auch deinen Beitrag dazu leistest, dass es überhaupt in die Wege geleitet werden kann und auch dann abgibst, wenn du merkst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt auch, wo du dann in die Energie zurückkommst, dass du dann wieder bist zu empfangen. Also, dass diese Balance auch neu für euch einkehren kann. Sonst noch irgendwas? Nein. 5 Stäbe. Und diese Karte war die erste Karte, die im Pre-Shuffle rausgefallen ist. Und 5 Stäbe, und das war ja auch einer so deiner Dings so, ne? Das Richtige für dich. Und das ist wieder diese Veränderung. Und das ist auch für dich in die Aktion gehen. Also Aktivität auf jeden Fall, wenn das deine eine Frage ist auch so. Soll ich was machen oder nicht? Hier, ja. Spannend. Okay. Deine Liebeslegung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Ruhe und Kraft und Leichtigkeit für diesen Prozess, diesen Weg, diese Reise. Und ja, falls du Fragen hast, schreib mir, falls noch irgendetwas offen ist und sowas. Du weißt ja wo. Und ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für dein Vertrauen. Dankeschön, dass du mich als deine Tarotkartenlegerin ausgesucht hast. Und ich hoffe, das hat dir etwas gebracht. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Und ja, wir hören uns. Alles Liebe.